Der Phoenixsee ist ein künstlich angelegter See auf dem ehemaligen Stahlwerksareal Phoenix Ost im Dortmunder Stadtteil Hörde. Er wird als Vorzeigeprojekt für den Strukturwandel der Stadt Dortmund und des Ruhrgebiets diskutiert. Das Areal beinhaltet ein Wohn- und Naherholungsgebiet mit Gastronomie und Gewerbebebauung. Das Gelände der ehemaligen ThyssenKrupp Stahl AG wurde im Rahmen der Stadterneuerung mit Fördergeldern des Landes Nordrhein-Westfalen und der EU neu gestaltet. Vorweg ging dabei eine Bodensanierung, da man von Schadstoffbelastungen ausging. Die Flutung des Sees mit rund 150.000 Kubikmetern Wasser dauerte etwa ein Jahr. Die Emscher läuft nördlich am See vorbei, um die Wasserqualität des Sees nicht zu mindern. Ganz toll, was hier entstanden ist. Über das Thema Gentrifizierung werden vermutlich viele, die mal dort waren, nachdenken.